damit sind wir wieder beim Let's Play von Magic Duels zu einer neuen Folge. Ja, das ist jetzt der letzte Part wieder für heute. Jetzt ist es 10 nach 6, das heißt, der geht bis 20 vor 7. Wird es jetzt noch um 7 Uhr oben sein, also noch recht früh. Könnte sein, dass ich heute noch mehr Folgen mache. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich. Es ist unmöglich, aber eher unwahrscheinlich. Beim letzten Mal haben wir Chandras Kampagne beendet. Wir hatten das letzte Duell gegen Hauptmann Baral. Der war extrem nervig. Wir haben auch 2 Versuche gebraucht, aber wir haben es geschafft. Und jetzt ist die einzige, die noch fehlt, die Liliana. Ansonsten haben wir jetzt hier bei den Origins jede Kampagne durch. Da hängen wir immer noch bei der einzelnen Hexe fest. Ich hoffe, die schaffen wir jetzt. Die war ja seinerzeit sehr nervig. Wir kennen den Text schon. Deswegen fangen wir einfach an. Ich nehme mal an, wir werden wieder mehrere Versuche brauchen. Wir wissen ja, Grünspielerin, und wir wissen, die war extrem nervig. Wäre schön, wenn wir die jetzt schaffen würden. Die Einsiedlerhexe. Es ist ja eine Weile her, seit der letzten Versuch gegen sie. Was haben wir? Wir haben 3 Sümpfe. Wir haben den rachsüchtigen Toten, den Totengräber und 2 schlurfende Ghule. Ja, ich behalte es mal so. Das ist nicht meine Lieblingshand, aber ich behalte es mal so. Die Hexe fängt an mit einem Wald. Und wir fangen an mit einem Sumpf. Ist ja noch nicht sonderlich spannend, aber das ist ja auch nicht überraschend, nicht bei nicht am Anfang. Da kommt der zweite Wald und das erste Monster, natürlich der Dämmerungshirsch, ein Klassiker. Ich muss die ganzen Effekte nicht vorlesen, weil wir kennen die Effekte alle schon. Okay, wir haben den Knochenschmeißer bekommen. Der war ja nicht schlecht, aber bringt uns ohne dich gar nichts. Wir holen jetzt den schlurfenden Ghoul, der kommt halt getappt. Aber es ist der erste Monster. Der kann uns halt in dem Zug nicht beschützen. Ging jetzt aber nicht anders. Im nächsten Zug kann er dann angreifen, zumindest. Er greift uns an, die Hex greift uns an, wir können nicht blocken. Ist kein guter Start, aber wir wissen, dass die sehr stark war, das ist nichts Überraschendes. Ach, und der Geist. Ja, ich erinnere mich. Der quasi fliegt, weil er nur von Fliegenden oder mit Reichweite geblockt werden kann. Neuer Sumpf. So, jetzt könnten wir natürlich den Knochenspreiser verwenden. Damit kann man ja eine Kreatur von ihm zerstören. Oder wir holen uns einen zweiten Ghoul. Ich meine, mit den Totengräber könnten wir Monster wiederholen. Zum ersten, zweiten Ghoul. Weil wir können seinen Ding dann eh nicht abwehren. Obwohl, wir könnten natürlich jetzt den Knochenspeißer verwenden gleich, ne? Das mache ich. Nehme den Knochenspeißer, zerstöre unseren erstmal zerstöre ich seinen Geist. Weil der Geist ist nerviger. Und dann unseren getappten Ghoul. Weil der Geist war ja relativ nervig. Und ja, greifen wir an. Sie kann nicht blocken. Aber der Hirsch wird im nächsten Zug wieder angreifen, wahrscheinlich. Ich mach's jetzt trotzdem. Schadenspunkte machen es an sich nicht verkehrt. Der Hirsch hat ja nicht so viel Stärke. Wir wissen, wir müssen die Exzessen ausschalten, bevor die mit wirklich mächtigen Gegnern kommen. Das wissen wir noch von den alten Duellen, deswegen. Die wird angreifen, ne? Ja, war klar. Das überrascht mich nicht sonderlich. Aber solange sie nur beim Hirsch bleibt, ist sie gut machbar. Das ja der mächtigere Viecher. Wie zum Beispiel das Schwerenpilzwildschwein. Ach ja, der 3-3 Trampelschaden, der erinnert sich sicher noch an der andere dran. Der verstärkt wird, wenn Monster gestorben sind. Es sind aber keine Monster gestorben, das ist auch ganz gut so.
Ach, unser guter alter Freund Goblin. Ja. Okay, wir können unsere Totengräber holen natürlich, damit könnten wir unseren Ghoul wieder zurückholen. Oder unseren sprachsüchtigen Toten. Was war das? Ach ja, der Lebenspunktverlust. Für den Gegner. Oder unseren kleinen Ghoul. Der kleine Ghoul war ja ganz unseren kleinen Goblin. Der war ja ganz praktisch, weil der einen Gegner schwächt, wenn er stirbt. Ich glaube, ich hole zuerst unseren Totem. Einfach wegen dem Effekt. Der ist für das Wildschwein auch stark genug. Greifen wir an. Ich würde sagen, nein. Ich meine, auch unser Ghoul wäre vom Widerstand stark genug gegen das Wildschwein, aber vom Schaden nicht. Deswegen greife ich nicht an. Das hat ja halt schon so einen scheiß Kampfschaden, wie ich. Also wie. Okay, ja, da kommt der Angriff. Und wir blocken auf jeden Fall. Ich würde sagen, mit dem Ghoul. Ach nein, damit lebt das Wildschwein doch. Ja, Schaden macht er uns nicht. Aber sie verliert einen Lebenspunkt, weil ein Zombie gestorben ist. Und da ist das zweite Wildschwein. Ja, genau deswegen. Ich weiß jetzt wieder, warum ich die Hexe gehasst habe. Weil das zweite hatte jetzt schon 5-5. So, Summ. Der Knochenspeise, sehr schön. Dann nehmen wir uns einen kleinen Goblin doch her, würde ich sagen. Und mit dem Knochenspeise hauen wir gleich den 5-5er weg. Und einer kriegt noch -1/-1. Weil unser Goblin gestorben ist, dann nehme ich seinen 2-2er. Und sie verliert einen Schadenspunkt gegen unseren Toten. Ja, wir müssen verhindern, dass sie so starke Monster spielt. So, jetzt greife ich mal an mit unserem nachsüchtigen Toten. Sie verliert entweder den Hirsch oder Lebenspunkte. Sie verliert Lebenspunkte. Lebenspunktemäßig sind wir im Moment vorne, aber das heißt leider bei der Hexe nichts, das wissen wir schon. Jetzt kann sie halt vollständig angreifen. Macht sie aber nur mit dem Wildschwein, okay. Will den Hirsch wohl zur Verteidigung behalten. Aber ich bin froh, dass wir den 5-5er los sind. Das war, glaube ich, nicht schlecht. Ein zweiter rachsüchtiger Toter. Aber erst hole ich den Totengräber. Dann kriegen wir ja ein Viech vom Friedhof wieder und dann werde ich unseren Goblin wählen. Weil wir den Goblin gleich beschwören können. Der kostet ja nur einen Mana, deswegen. So, sehr schön. Dann haben wir hier ein bisschen Abwehr. Und ich würde sagen, wir greifen gleich nochmal an. Ja, im Moment sieht es nicht so schlecht aus. Es könnte schlechter sein. Ah, diesmal blockt sie. Ja, okay. Hier stirbt. Sie hat den Effekt gewählt für den Wald. Aber wir machen keinen Schaden. Egal, dann hat es jetzt noch Switzer im Moment. Ein weiterer Wald. Die sammelt halt schon wieder viel zu viele Wälder. Das ist nicht gesund. Und sie greift natürlich an. Wenn wir jetzt mit unserem... Ja, wir könnten natürlich mit beiden blocken, dann wäre ihr Wildschwein tot. Oder wir blocken nur mit dem... Ja, ich block mit beiden. Dann ist ihr Wildschwein tot, weil sonst macht sie Trampelschaden. Das wollen wir nicht. Und sie verliert dann 2 Lebenspunkte wegen unserem nachsichtigen Toten. Der Effekt des nachsichtigen Toten ist echt sehr praktisch. Sie verliert jedes Mal Lebenspunkte, wenn ein Zombie stirbt. Und der Grafenwurm, ach ja, der Trampelschadenfutz, die der 4+1+1 Marken kriegt für jedes... Ach. Hallo 8-8er. Okay, einen neuen Totengräber gezogen. Aber erst hole ich den zweiten rachsüchtigen Toten.
hier angreifen können wir nicht. Der lacht mit seinem Achter über einen Angriff. Wir sind immer noch vorne, ich will das jetzt nicht verlieren. Lilianas Kampagne erscheint mir wirklich im Gegensatz zu den anderen sehr schwer zu sein. Ja, wir opfern einen unserer Toten, weil wir könnten, wir würden nur 6 machen, wir könnten seinen Kraftflügerwurm gar nicht erledigen. Sie verliert trotzdem wieder einen Lebenspunkt. Macht das halt Trampelschaden. Verliert trotzdem einen Lebenspunkt. Nein, 2 Lebenspunkte, okay. Ein zweiter Wurm. Ach, come on, muss jetzt sowas schon wieder... Boah, da kriege ich schon wieder Krätze, ehrlich. Okay, Sumpf. Totengräber. Sieht aber jetzt sehr, sehr schlecht aus. Wir können wieder was holen. Wie viel? Wir haben 2 Sümpfe zur freien Verfügung. Wir könnten uns einen Ghoul wiederholen, oder den Goblin. Ja, ich nehme den Goblin, wir brauchen sofort Abwehr, deswegen. Weil der Ghoul käme ja getappt. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ihre blöden, beschissenen Würmer. Ja, angreifen können wir nicht. Das stirbt unser Toter nur. Ich glaube, wir haben verloren. Und die Dämmerwaldspinne, die kennen wir auch noch, ne? Mit Reichweite. Ich hasse diese Hexe ernsthaft. Naja, wir können, glaube ich, einen aufhalten. 3, 4, 5, 6. Nein, wir können. Ja, wir haben verloren. Ich werde aber den Schaden so weit wie möglich reduzieren. Sie kriegt trotzdem Schaden durch ihren nachsichtigen Boden. Wir hatten die so schön im Griff, aber hilft nichts. Wir müssen echt ihre Viecher, ja, im Tunnel verloren. Wir müssen echt verhindern, dass sie ihre Würmer kriegt. Wenn die ihre Würmer kriegt, ist es gelaufen. Das hat man jetzt gerade schon gesehen. Wenn die ihre Würmer kriegt, ist es gelaufen. Wir müssen verhindern, dass sie ihre Würmer kriegt. Wieder mal verloren gegen die Einzelhexe. Ist ja nicht die erste Niederlage. Hoffen, dass es jetzt hier gleich funktioniert. Aber wir haben, nein, natürlich nicht. Aber ich meine, wir haben noch Zeit. Wir können noch einen Versuch machen. Wir haben diesmal gar nicht schlecht gespielt. Sie war unter der Hälfte Life Points. Aber halt, wir waren zu langsam. Ich glaube, man braucht gegen die Hexe halt ein bisschen Zielglück. Dass man gleichmächtige Monster zieht, weil sonst, glaube ich, hat man gegen die wenig bis keine Chancen. Okay, zweiter Versuch für heute. Ach man, ich finde den Hirsch hier immer noch cool, aber ich hasse diese Hexe. Diese Hexe ist echt total nervig und sie fängt halt auch jedes Mal an. Noch ein Spreißel, Totengräber, Ghoul, 4 Sümpfe. Nein, neue Karten anziehen. Noch ein Spreißel, 2-mal die Wiederbelebung. Nein, auch nicht. Ich will sofort ein Monster spielen können. Feuer anziehen. Wir kriegen jedes Mal eine geringere Karte. Eine Karte weniger. Diesmal haben wir gar kein Land gezogen. Ja, okay, so behalte ich es jetzt mal. Wir haben immer noch kein Land. Wir haben immer noch nichts, aber wir haben jetzt noch 4 Karten in der Hand. Ja, das ist blöde, deswegen mache ich das sonst nie mit neue Karten anziehen. Weil du kannst jedes Mal nur dann eine weniger ziehen, bis du halt am Ende nur noch eine Karte ziehen kannst. Ja, das ist kein guter Start. Ja, sie holt sich sofort den scheiß Hirsch. Das ist echt der klassische Start. Zum Kotzen. Wir können nur einen Sumpf spielen. Das ist
nervt doch so. Ich will doch nur diese scheiß Hexe platt machen. So schwer kann die doch nicht sein. Ich meine, das ist ein 20-Münzen-Duell. Wie schwer kann ein 20-Münzen-Duell sein? Jetzt mal ohne Flachs. Ja, da haben wir die ersten Schadenspunkte. Wir können nichts machen. Und sie hat schon den scheiß Geist für ihren blöden Hirschkraus. Die nervt. Ach, schwarze Katze, alter Freund. Ja, her damit. Auch wenn sie nicht groß im Abwehren ist, aber... wir haben sonst nichts. Das nervt doch so. Ich bin wirklich genervt gerade. Ja, ich wehre den Hirsch ab. Den Geist können wir eh nicht blocken. Ich wehre den Hirsch ab. Wir wissen ja, der Effekt der Katze wirkt und dass sie eine Handkarte verliert. Wir kriegen trotzdem Schaden. Den Geist können wir ja nicht blocken. So, verliere eine Karte aus der Hand. Einen schweren Pilzbildschwein. Aber natürlich hat sie ein zweites. Genau sowas meine ich. Ich finde das total assig. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde die immer noch overpowered. Ah, das Insekt. Das war nicht schlecht. Obwohl. ich hol's trotzdem. Es konnte ja sehr stark werden, weil jedes Mal, wenn eine Kreatur geopfert hat, wurde es stärker. Aber in dem Zug könnten wir sie nicht benutzen. Ja, wir können es nicht benutzen, geh weg. Wir opfern sie ja nicht selber. Jagd machen. Es war so klar. Damit die kämpfen und trotzdem kannst du noch angreifen. Weil, hey, es war noch nicht beschissen genug. Hey, Ladekabel anstecken. Also das wird ein frustrierender Part. Bitte in die Kommentare beim nächsten Mal, ob wir dann nochmal die Hexe probieren oder eine andere Kampagne spielen. Weil ich meine, wir müssen noch 7 Life Points und haben keine Monster. Sie hat halt 3. Ja, ich nehme den Totengräber und hol mir dann die Katze vom Friedhof. Aber wir werden trotzdem verlieren. Wir haben einfach nicht genug zur Abwehr. Genau sowas meine ich, wenn du kein Zielglück hast und wenn du nicht schnell angreifst, dann macht die dich halt einfach platt. Ja, ich, es ist eigentlich völlig egal, was wir machen. Weil sie macht uns auf jeden Fall 2 Schaden, dann haben wir noch 5. Ja, wir müssen das Wildschwein blocken. Aber ich glaube, wir sterben trotzdem. Weil wir, einfach nicht genug Leitfalls haben. Weil die macht jetzt Rampenschaden. Ja, nur Leitfalls. Ernsthaftes nervt mit der Hexe, das ist wirklich belastend. Ja komm, zeig mir an, dass ich besiegt wurde, damit ich dann neu starten kann. Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir haben noch 18 Minuten. Einmal probiere ich dann das Duell nochmal. Vielleicht gewinnen wir es ja doch noch. Aber wenn wir es jetzt nicht gewinnen, dann wie gesagt... bitte in die Kommentare, ob wir beim nächsten Mal nochmal hier bei... hier weiterspielen bei der Liliana oder ob wir eine andere Kampagne machen. Ich probiere es jetzt nochmal, weil wir haben noch ein paar Minuten, wir haben noch über 10 Minuten Zeit. Ich will jetzt diese Hexe schaffen. Die kann doch nicht so schwer sein. Ja, aber man sieht es ja, wenn man die nicht sofort in die Enge treibt, die holt ihre starken Viecher und dann ist es vorbei. Wir hatten die beim ersten Duell super im Griff, aber dann kam sie mit ihren Würmern. So, dein Zug, wir fangen an. Was haben wir? Ernte des Altars. Ghoul und rachsüchtiger Tote, ja gut. Halten wir mal. Dumpf. Mit einem Ball kann sie ja noch nichts spielen. Zumindest hat sie bisher nie was mit einem Ball gespielt. Ich meine, diesmal haben wir angefangen, das heißt, wir haben mehr Länder als sie. Das ist, ich glaube, anfangen ist bei ihr wichtig. Dürfen da cool mit einem zweiten Sumpf.
kommt halt getappt. Wie schon beim letzten Mal, ich würde es jetzt so feiern, wenn wir sie jetzt schaffen würden, aber ich glaub's nicht mehr, ehrlich gesagt. Nicht so, wie es gelaufen ist. Ja, da kommt der Dämmerungshirsch. War ja klar. Ich hoffe übrigens, dass dieser Part besser läuft von der Quali, der letzte Part. Einmal hier. Was war denn das? Bei Karten ziehen. Nee, hab ich gerade nicht. Ich hoffe, dass der Part besser ist von den Bildhängern. Der letzte Part hatte ein paar Bildhänger leider. Ja genau, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Vielleicht schaffen wir es jetzt noch. Ich werde es jetzt auch angreifen, weil wenn sie blockt, unser Ghoul wird überleben. Der hat mehr Widerstand. Wenn sie nicht blockt, dann verliert sie Lebenspunkte. Und sie blockt natürlich nicht. Ja, man muss sie sofort in die Ecke treiben. Es hilft nichts. Wenn die so weit genug kommt für wirklich mächtige Viecher, dann ist es vorbei. Nein, ich benutze die Ernte nicht. Noch nicht. Die könnte später praktisch sein, aber noch nicht. Jetzt wird sie wahrscheinlich angreifen, nehme ich stark an. Natürlich greift sie an. Wir können die ja nicht abwehren. Und da kommt ihr Geist. Diesen Geist und den Dämmerungshirsch nimmt sie wirklich in jedem Duell, so wie mir scheint. Okay, nächster Sumpf und der Tote. Und dann würde ich sagen, wir greifen nochmal an. Weil entweder blockt sie mit dem Geist oder einem Schaden. Und unser Ghoul überlebt das, wie gesagt. Der hat genug. Also nicht schade. Ich wollte schon sagen, der hat halt genug Widerstand. Wir haben ja trotzdem noch einen Blocker mit dem Toten. Ich laufe nur mit dem Geist an. Ja, den Geist können wir nicht blocken. Da hilft alles nichts. Da wäre halt nichts Fliegendes oder mit Reichweite. Und das Wildschwein, das aber diesmal keinen Buff kriegt. Die spielt immer dieselben Karten. Okay, weiterer Sumpf. Und ich glaube, jetzt benutze ich die Ernte, oder? Ich weiß es nicht. Wenn wir die Ernte benutzen, kriegt sie halt automatisch Schaden durch unseren Boten und wir könnten zwei Karten ziehen. Weil wir haben sonst nur Sümpfe auf der Hand. Ich benutze sie mal. Der Ghoul hat eh keinen Effekt, dann kriegt sie nochmal Schaden. Okay, die grausame Wiederbelebung gezogen, die konnten wir aber in dem Zug jetzt nicht benutzen. Ja, greifen wir an. Wir wären stark genug für beide. Ja, ich greife sie mal an. Vielleicht ist hier dumm genug, mit dem Bildschirm abzuwehren. Nein, sie lässt sich schade. Sie hat noch 12 Life Points. Von Life Points stehen wir vorne, aber von den Monstern halt nicht. Jetzt kann sie uns halt voll keine eins überbraten. Ich greife deswegen dauernd an, weil ich will sie halt killen, bevor sie starke Viecher kriegt. Das Wildschwein ist schon sehr stark. Riesenwuchs. Damit verstärkt sie ihr Wildschwein wahrscheinlich, ja klar. Um mehr Schaden zu machen. Zweimal Riesenwuchs, Alter, ernsthaft? Damit macht er 9-9. Ich meine, gilt nur für einen Zug, aber trotzdem. Ja, das tut jetzt enorm weh. Das wird uns fast verkillen. Das hat uns jetzt fast getötet. Damit haben wir nur noch 3 Life Points. Alter, ernsthaft? Ich finde die einfach overpowered. Wir haben einen weiteren Sumpf gelegt. Was hat sie denn im Friedhof? Gar nichts. Wir haben nur den Ghoul, aber wir brauchen ihn. Frage ist, was nehmen wir? Entweder das hier oder das hier. Ja, die Wiederbelebung. Damit können wir eine von ihr zerstören. Die Frage ist welche. Ich glaube, ich nehme das Wildschwein.
Der Ghoul kommt zurück auf die Hand. Aber wir können den Ghoul halt nicht spielen. Die Frage ist, greifen wir jetzt an? Ich meine, sie könnte nicht blocken. Aber ich meine, ihr Geist, aber wir haben halt noch zwei Earthpoints. Ich meine, ihr Geist würde den nächsten Zug eh Schaden machen. Den könnten wir nicht abwehren. Und der hier, ja, wir können uns nicht leisten anzugreifen. Der hat den Hirsch geopfert. Für den Wald. Das heißt, sie will gleich wieder ihren scheiß Wurm bringen, ich sehe schon. Ja, den Geist können wir nicht abwehren. Wir haben jetzt noch einen Lifepoint. Das ist echt so ein Beschiss mit diesem Geist. Der ist so nervig einfach. Genau, da kommt ihr scheiß Wurm. Der kriegt zwar jetzt den Buff nicht, aber er hat halt trotzdem 4 Punkte. Ernsthaft, ich finde die total. Nächster Sumpf. Ich spiele jetzt den Totengräber, weil der Totengräber kommt halt nicht getappt. Achso, wir können beide spielen. Ja gut, dann hole ich beide. Das von den Toten auch verstehen, hätte uns eh nichts gebracht. Greifen wir an. Wir haben einen Blocker. Aber wir werden sowieso im nächsten Zug verlieren. Wir werden sowieso im nächsten Zug verlieren, weil wir haben noch einen Lebenspunkt. Wir können ihren Geist nicht blocken. Ich greife jetzt an. Weil unser Toter, wenn er stirbt, macht er zumindest nochmal Lebenspunkte Schaden. Es ist jetzt sowieso schon egal, wir haben nur noch einen Lebenspunkt. Ja, sie wehrt ab. Der Tote wird sterben, aber er macht ihm noch einen Schadenspunkt. Wegen seinem Effekt. Aber wir hätten sowieso verloren, weil, wie gesagt, wir können den Geist nicht blocken. Jagd machen. Völlig unnötig in meinen Augen. Der Geist kann uns vernichten. Das war völlig unnötig. Das Pippen, das Wildschwein ist auch völlig unnötig. Wie gesagt, der Geist könnte uns vernichten. Ja, das war's. Aber was, ganz ehrlich, was soll man gegen sie machen? Vielleicht habt ihr Tipps in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr Tipps in den Kommentaren. Vielleicht spiele ich euch einfach nur schlecht. Ich persönlich finde diese Einsiedlerhexe overpowered. Und so wie es im Moment aussieht, wie viel Zeit haben wir denn noch? 3 Minuten. Das heißt, wir hören jetzt auf. So wie es im Moment aussieht, werden wir beim nächsten dann eine andere Kampagne spielen. Das ist echt, das ist ein 20-Münzen-Duell. Ich finde die absolut overpowered, die Hexe. Wir hatten jetzt 3 Duelle und in allen 3 Duellen hatten wir quasi keine Chance. Das ist wirklich. Was hätten wir machen sollen, Groß? Ich habe keinen Heil. Ich schaue jetzt noch wegen den Kampagnen. Schauen wir mal. Amonkhet war ja die Prüfung, wo ich die Lösung damals nicht gefunden habe. Kaladesh war, glaube ich, der Elf. Dieter Revolution war der Konsul mit seinen Artefakten. Eldritch Moon waren wir nie übers erste Duell. Battle for Zendikar waren die Eldrazi. Und ich glaube, die Eid der Gatewatch und die Status of Awareness Club kennen wir gar nicht. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Es könnte auch sein, dass wir sie kennen. Genau, schreibt mir doch bitte, welche Kampagne beim nächsten Mal, weil, genau. Ich hoffe trotzdem, dass ihr viel Spaß beim Zuschauen hattet. Wie gesagt, ich finde diese Hexe overpowered. Ich habe keine Ahnung, wie wir die besiegen sollen. Keine Ahnung, das erste Duell war ganz gut, aber dann hat sie uns halt mit ihren beiden Würmern platt gemacht und die anderen beiden hatten wir jetzt in meinen Augen quasi gar keine Chance oder höchst wenig. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch schlecht gespielt. Ich bin ein bisschen frustriert, ihr merkt schon. Und genau, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen trotzdem.